Hallo zusammen, ich bin heute wieder mal in der Werkstatt und ich erzähle euch jetzt was über Speichern. Es ist ein bisschen zum Lachen, aber das schauen wir uns jetzt an diesem Kühlschrank hier an. Bitte nicht lachen. Wir haben diesen Kühlschrank, ihr seht den Namen, der steht auf dem Kopf, weil der Kühlschrank steht auch auf dem Kopf. Hier haben wir das passende Kühlaggregat dazu. Also das ist ein Kompressor, eigentlich ist er von Seco Danfoss, die Steuerung wurde hier geändert, die Steuerung ist jetzt von 2016 und der Kunde, der den Kühlschrank hier angeschleift hat, also Kiesmann behauptet, er ändert diese Kompressoren und modifiziert die, ja, er spritzt sie dann farbig an. Und dieser Kunde, der Kühlschrank, ist jetzt ein halbes Jahr in Betrieb und er hat eigentlich nur Probleme. Und der Kunde hat auch gesagt, dass er da einen speziellen Speicher drin hat. Ihr seht, der Kühlschrank steht auf dem Kopf, eigentlich müsste man den umdrehen, aber das lassen wir jetzt mal. Hier ist also das Tiefkühlfach. Ich habe den schon mal ein bisschen zerlegt. Und also das Gerät ist in Garantie, das ist die Tropfschale. Das Gerät ist identisch wie unser 106er, nur bieten wir den nicht mehr mit Speicherplatte an. Und hier ist eine Speicherplatte drin, die haben wir früher auch verbaut. Die ist von der Firma Vitrifrigo in Italien. Und ich habe euch gesagt, dieser Kühlschrank hier von Kiesmann, wir haben auch hier das Modell noch an der Tür, steht, dass es ein KB 140, obwohl er nur 133 Liter hat. Er hat auch ein spezielles Kältemittel drin, R437A, das kennt keine Sau. Dieser Kühlschrank hat einen extra speziellen Speicher drin. Ich zeige euch das. Kennt ihr sowas? Habt ihr Kinder? Also das ist der High-End-Speicher von Kiesmann. Jetzt würde es mich interessieren, habt ihr auch so einen Kühlschrank von Kiesmann mit dem extra Sonderspeicher? Ist der auch da drin? Ihr müsst den Schrank nicht auseinandernehmen. Ihr könnt hier mit einem Spiegel runter gucken und dann seht ihr, ob es da unten rot ist. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich jetzt hier ein komisches Einzelteil habe oder ob ihr auch so einen Kühlschrank mit einem High-End-Speicher drin habt. Dieser High-End-Speicher ist folgendermaßen, heißt einfach wahrscheinlich nur Wasser drin, mit Klebeband runtergeklebt. Das ist die Hälfte von Schwimmflügel für Kinder, Schwimmhilfe. Ja, ich bin sprachlos. Ich habe schon viel gesehen. Ich bin seit 50 Jahren im Kindergarten, habe ich angefangen mit Kühlschränken zu spielen. Da konnte ich nicht mal schwimmen. Also hätte ich damals das gewusst, hätte ich vielleicht einen Job geändert. Ja, ich bringe euch hier oben ein Video über Speicher. Warum nicht mehr heute? Dann die beste Kühlbox. Dann der identische Kühlschrank von uns, der 106er. Und hier unten ein Video über Lithiumbatterien. Warum ihr heute keine Speicher mehr braucht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das soll es gewesen sein. Das Gerät ist noch in Garantie. Ich weiß nicht, was passiert mit dem Teil.